Hallo und herzlich willkommen, ich bin's wieder, euer Cornel. Wir sind hier bei Mario Kart 8 Online und ja, wie ihr vielleicht gemerkt habt, bringe ich Mario Kart 8 Online momentan zweitägig. Das soll auch erstmal so bleiben, wobei... Es ist immer ein kurzweiliges Ding, über seine zukünftigen Projekte zu sprechen, weil das Problem an der ganzen Sache ist einfach, ja, Mario Bros. 2 läuft auch schon wieder aus und Mario Party, weiß ich nicht genau, wie lange das geht, aber das Problem ist halt einfach, da muss ich wieder ein neues Projekt starten und ich weiß nicht genau welches und dann habe ich hinterher wieder nicht die Videos, die ich will und dann kommt dann doch wieder irgendwas dazwischen, aber prinzipiell plane ich momentan mit Mario Kart 8 Online zweitägig, da ich einfach, ja, warum nicht? Ich fahre ein bisschen und dann mache ich halt Commentaries daraus. Und dann schauen wir einfach mal. Es wird halt, ja, ich muss halt gucken, ob ich genug Themen habe. Weil ich natürlich auch nicht einfach über irgendwas labern will, was dann vielleicht scheiße ist oder so. Schauen wir einfach mal. Schauen wir. So, reden wir erstmal über ein Thema, was eventuell den einen oder anderen interessiert. Und zwar mein Praktikum. Und da habe ich schlechte Neuigkeiten. Ich habe euch ja schon mal erzählt, dass es nicht so ganz so irgendwie gut war und bla und ich unzufrieden war und traurig und so. Ja, ich habe das Praktikum jetzt abgebrochen, was nicht weiter schlimm ist. Normalerweise braucht man, wenn man das Praktikum abbricht, einen triftigen Grund. Die hat auch sofort, als ich dann beim, es gibt halt das Praktikumsamt, das halt dafür zuständig ist, dass die verteilt werden und so. Und die hat mich sofort gefragt, wieso, haben Sie einen Attest? Und ich so, nein, ich habe keinen Attest, es sind einfach private, persönliche Gründe, warum ich das nicht mehr machen möchte. Und er war direkt so, Sie brauchen aber einen triftigen Grund. Und dann habe ich halt mit der geredet und gesagt so, ja, das sind einfach private Probleme, die ich momentan habe und die ich auch mit dem Praktikum ein bisschen habe und es ist einfach die Gesamtsituation, die mir einfach sagt, es wäre besser, wenn ich das von anders mache. Und ich möchte ja die Praktikas auch, das Praktikum, ich möchte das halt auch genießen und da was mitnehmen, so. Ich möchte da merken, dass ich Bock drauf habe, wisst ihr, das war halt beim letzten Praktikum der Wahnsinn, das hat mich richtig gepusht und ja, das waren halt alles so Gründe und ja, schlussendlich war ich wohl dann doch überzeugend genug. Ich habe grünes Licht bekommen, dass es okay ist, wenn ich dieses Praktikum abbreche. Es kann halt passieren, dass die dann rumbitchen und sagen so, yeah, bei der nächsten Praktikumsvergabe stehen sie dann auf der schwarzen Liste oder so. Wann ist jetzt nicht der Fall, die haben mir geschrieben, ist alles abgesprochen mit der Zuständigen beim Praktikumsamt, auch mit der Lehrerin beim Praktikum, ist alles okay. Kein Problem, ich bin auch in der Lage, mich ganz normal fürs nächste Praktikum dann anzumelden, also für das, was ich halt jetzt machen wollte. Das Praktikum war dieses Semester auch das kürzeste seit langem, es ging nur knappe 3 Wochen plus ein Feiertag, der da drinne war. Das heißt, es waren noch nicht mal volle 3 Wochen. Mein letztes Praktikum ging volle 4 Wochen. Das jetzt nur noch nicht mal volle 3 Wochen. Deswegen ist halt, daran sieht man ja eigentlich auch schon, also jeder normale Mensch, jeder, der mir jetzt nichts Böses will, wäre ich einfach nur faul gewesen, wäre es halt total einfach gewesen, weil dann hätte ich halt gesagt, ich mache dieses Praktikum und bin dann fertig. Ja, so ist es natürlich jetzt auch wieder irgendwie ein bisschen mehr Aufwand. Muss halt dann wahrscheinlich wieder ein 4-wöchiges Praktikum machen. Aber das freue ich mich sogar drüber. Ja. Jetzt ist halt die Frage, Cornel, warum hast du denn das überhaupt abgebrochen? Ich habe euch ja schon erzählt, dass ich mit der Schule nicht ganz so klar kam. Es war halt auch eine Privatschule und es waren halt andere Konzepte. Es war halt ein bisschen ein anderes Konzept, ein bisschen speziell, was da halt angewandt wurde, jetzt so in der von der technischen Lehrerseite aus, also wie man halt den Unterricht gestaltet hat. Es war ein Konzept, mit dem ich nicht so komplett mich identifizieren konnte. Ist natürlich trotzdem interessant, das mal zu sehen. Ist ja, ja natürlich. Und wenn es mir gut gegangen wäre, dann hätte ich es halt auch durchgezogen. Das ist ja jetzt nicht das Problem, aber ja, ich war halt ja sowieso schon so ein bisschen, ich weiß nicht,
keine Ahnung, ich bin nicht so ganz warm mit dem Ganzen geworden. Und ich hatte einfach unfassbar krasse Schlafprobleme. Es hat sich jetzt wieder ein bisschen eingerenkt. Ich habe immer noch ein bisschen Probleme einzuschlafen. Ich habe immer so ein Gefühl von Angst, bevor ich einschlafe. Ich weiß nicht genau warum, aber das hält mich halt immer vom Schlafen ab. Ich weiß nicht, ob es wirklich Angst ist, ja. Ich weiß, ich kann es halt schlecht erklären. Das ist so ein Gefühl von, ja, keine Ahnung, der Schnitt war ein bisschen früh, glaube ich. Ist egal. Es ist so ein Gefühl von, ich weiß es nicht so genau, um ehrlich zu sein. Das ist so, ja, ich habe halt Angst vielleicht oder sowas in die Richtung einzuschlafen. Aber nicht, weil ich Angst habe einzuschlafen, sondern eher, weil ich Angst habe, dass es so lange dauert, bis ich wieder aufwache. Ich habe irgendwie, ich weiß nicht, es sind, glaube ich, einfach so viele Dinge in meinem Kopf, Aufgaben, Sachen, die ich machen muss, Sachen, die ich zu bewältigen habe. Und dann habe ich irgendwie, weiß ich nicht, da komme ich einfach nicht zur Ruhe im Kopf und das entwickelt sich dann zu so einem unfassbaren Einheitsbrei aus. Naja, ich weiß auch nicht so genau, wie ich das erklären soll. Auf jeden Fall sind das ist halt so ungefähr der Grund, warum ich so krasse Probleme habe manchmal mit dem Einschlafen. Es ist einfach so, ja, wahrscheinlich schiebt man einfach mal wahrscheinlich schiebt man einfach so viele Sachen vor sich her und dann hat man einfach, das schlägt sich einfach auf Schlafen nieder und das war halt ein ganz großes Problem. Vor dem ersten Tag, als ich dann gefehlt habe in der Schule, das war, glaube ich, am Dienstag oder Mittwoch, Montag war ich noch in der Schule, wenn ich mich nicht täusche. Und dann habe ich halt gefehlt einen Tag und vor dem Tag, als es dann halt soweit war quasi, dass ich gefehlt habe, da konnte ich nicht schlafen. Ich lag in meinem Bett und ich war bis 5 Uhr, glaube ich, wach. Bis 5 Uhr. Und ich lag halt in meinem Bett und dachte mir die ganze Zeit, schlaf, Junge, schlafen, schlafen, schlaf, schlaf. Irgendwann dachte ich mir, Alter, es wird knapp, du musst morgen früh raus, ja. Ich muss ja auch so gegen 6:45 spätestens dann auch mal aufstehen, damit ich mich fertig machen kann, um in die Schule zu kommen. Und es wurde immer später und dann lag ich im Bett und dachte mir, Alter, schlaf, du musst zur Schule, du kannst nicht so unfassbar unausgeschlafen in die Schule. Und das war halt einfach wieder ein Fakt, der mich noch mehr dann verrückt gemacht hat im Kopf, dass ich mir dachte, Alter, es geht gerade nicht. Ich komme gerade nicht runter und ich komme gerade nicht auf einen ruhigen Punkt. Und allein die Tatsache, dass sowieso so viel in meinem Kopf ist an Sachen, die man halt so vor sich her schiebt und machen muss. Das sind halt alles, wie gesagt, das sind halt private Gründe auch, ja, ich lebe in der Stadt, ganz alleine, was heißt ganz alleine, ich habe hier natürlich auch ein paar Freunde, aber ich habe hier einen richtigen Freund, das ist meine Nachbarin, ja, das ist so ein, wo ich sage, das ist so, das ist einfach, ja, eine sehr, sehr gute Freundin, meine Nachbarin, ein sehr, sehr wichtiger Mensch für mich, aber das ist so fast schon der einzige Mensch, der hier in Würzburg wirklich für mich wichtig ist. Ich habe natürlich, es gibt noch so ein, zwei andere Kommilitonen, die von meinem letzten Praktikum, aber mit denen macht man halt nicht so viel. Ich versuche das mal dieses Semester zu ändern, dass man vielleicht öfters was macht. Ich bin da halt auch immer ein bisschen problematisch, weil wenn es mir dann nicht gut geht, dann sage ich eher solche Dinge ab. Das ist so ein ewiger Kreislauf, das ist halt auch das Problem, weil ich bin eigentlich voll der gesellige Typ. Ich bin eigentlich voll der Typ, der gerne rausgeht, der gerne was macht und so. Das ist dann so ein Gestrüpp aus, ja, schlechter Laune, aus Angst, aus, auch dem Übergewicht, was dich einfach manchmal, wo du dir denkst, ach, jetzt zwickt die Hose gerade, jetzt passt es irgendwie alles nicht so gut, ach, nee, da will ich lieber nicht raus. Gibt's natürlich auch solche Momente, ja, ist ja ganz klar, habe ich auch. Und deswegen, das Abnehmen ist halt auch ein wichtiges Ding, damit man sich einfach, ja, ein bisschen freier fühlt. Es ist schlimm, aber ich krieg's momentan halt auch noch nicht hin, ja, es ist schwierig. Wenn wir da die Vlog-Kamera hätten, könnte ich da mehr drüber sprechen mit euch, könnten wir da mehr machen. Ich glaube, es würde mir auch helfen. Da können wir auch im nächsten Part da mal drüber sprechen, ob wir eventuell etwas in diese Richtung machen.
Das besprechen wir im nächsten Part. Aber ja. Und ja, das sind halt so Dinge. Jetzt habe ich den Faden ein bisschen verloren. Ja, normalerweise bin ich halt echt ein geselliger Typ. Ich habe halt voll viel Spaß daran, was mit Leuten zu machen. Aber es ist einfach, man macht, grenzt sich auch selbst dann irgendwie ein bisschen aus. Und es ist eigentlich total untypisch für mich. Deswegen daran merke ich halt auch, dass einfach da auch einiges im Argen ist. So. Ich spreche da jetzt so drüber und ich will jetzt auch nicht, dass ihr das irgendwie voll krass aufnehmt oder denkt, was soll der jetzt hier so die ganze Zeit. Ich glaube, das sind auch Probleme, die einfach ganz normal sind. Wie gesagt, ich bin in einer fremden Stadt, ja, meine Familie ist über 300 Kilometer weg. Ich kann meine Familie nie sehen, ja, ich war Ostern da, ich war jetzt vor kurzem da und ich werde Weihnachten da sein. Das heißt, ich kann dreimal im Jahr zu meiner Familie. Jetzt, ja, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ich bin jetzt nicht so ein, also ich liebe meine Familie über alles, aber es ist jetzt nicht so, dass ich so der krasseste, es ist jetzt nicht so, dass ich voll krass Heimweh habe und so, aber es ist natürlich schön, immer im Kreise der Familie zu sein. Da fühlt man sich natürlich auch immer wohl und das könnte man schon ruhig ein paar Mal öfters im Jahr haben. Das ist einfach so dieser natürliche Kontakt, den man dann hat und der halt einfach schön ist. Und ja, ich wohne halt voll weit weg. Ich kann wegen dem Nebenjob, den ich habe, ich kann halt nicht nach Hause, ja. Es ist halt einfach so, ich arbeite donnerstags, freitags, samstags. Und da kann ich natürlich mal frei nehmen. Aber ich möchte da natürlich auch nicht so oft frei nehmen, weil die bezahlen mich dafür, dass ich da an den Tagen arbeite. Dann möchte ich das auch erfüllen. Und wie gesagt, ich habe ja jetzt mir freigenommen, dass ich dann halt mal jetzt vor kurzem in die Heimat konnte für ein Wochenende. Aber ich will dann auch nicht einmal im Monat sagen, ey, ich will wieder nach meiner Mama. Die haben mich ja nicht eingestellt, dass ich nur 3 von 4 Wochen arbeite, sondern dass ich da jede Woche arbeite. Und das ist ja auch ganz verständlich. Und ja, deswegen. Das sind halt alles solche Dinge. Und das ist halt zum Beispiel so ein Fakt. Und dann, wie gesagt, ich bin halt eigentlich voll der gesellige Typ, der sowas auch braucht. Ich bin einfach Mensch, ich brauche Menschenkontakt, ich brauche sowas. Und ich brauche vor allen Dingen einfach Leute, mit denen ich Zeit verbringen kann, ohne dass ich mich verstellen muss und ohne dass ich aufpassen muss, was ich sage, und die mich einfach so akzeptieren, wie ich bin. Ich denke, das braucht jeder von uns. Und das ist halt hier in Würzburg, wie gesagt, meine Nachbarin ist da der Mensch, den ich da habe. Aber sobald wir dann auch wieder was in einer Gruppe machen, sind da halt ganz viele Menschen oder einige Menschen, bei denen ich halt nicht so sein kann, wie ich bin, weil die dann wieder so total, ja, nicht, ich will jetzt nicht sagen oberflächlich, das hat jetzt wieder nichts damit zu tun, dass ich dick bin, ja. Also das könnte man halt dann denken, aber die sind dann halt in dem Sinne oberflächlich, dass man sich dann eine Etikette, das ist immer so ein schönes Wort, was ich hasse. Das ist ein schönes Wort, was ich hasse. Etikette, da musst du aufpassen, wie du dich gibst und so. Und oh, wenn wir jetzt was essen gehen, dann muss ich hier aber ein bisschen meinen Mund abputzen und so. Nein, Alter, fress das Ding und rülps am besten noch. So würden mir die Leute am liebsten gefallen. Wenn ich mit Leuten weggehe, dann würde ich es lieber haben, dass die am Tisch rülpsen, anstatt dass sie sich so auf Etikette auf die Etikette stürzen und aufpassen, dass sie alles richtig machen. Man kennt das ja so, ich habe jetzt heute ein Video gesehen, wie man sich zu Hause benimmt und wie man sich auswärts benimmt oder bei Freunden, die man noch nicht so gut kennt oder so, dann verhält man sich anders. Ich hasse das. Sei einfach so, wie du bist, Alter. Und wenn du gerade rülpsen musst, das ist natürlich ein Extrembeispiel, ja, es ist jetzt nicht unbedingt mein Fetisch, dass ihr dann beim Essen rülpst oder so, aber wenn es passiert und das halt einfach so, dann ist es dann nicht schlimm, versteht ihr, was ich meine? Das ist halt einfach nur jetzt ein Beispiel, was halt ein übertriebenes Beispiel, ja, ist halt einfach so, aber ja, so um den Grund hinüber geht es halt einfach. Und das ist halt mit diesen Menschen hier nicht so gut möglich, macht mich halt auch immer ein bisschen, ist halt schwierig, ja, ist einfach schwierig, damit dann auch umzugehen und so, wie gesagt. Es ist halt nicht so einfach, in einer fremden Stadt alleine klarzukommen. Ich mache halt auch, wie gesagt, ich finanziere mein Studium mit einem Kredit, das heißt, ich mache Schulden. Das bedeutet, ich bin natürlich daran interessiert, irgendwie wieder Geld reinzukriegen. Aber ich kann natürlich auch, und ich arbeite neben dem Studium noch und ich mache YouTube, was auch viel Arbeit ist, was halt, YouTube ist mehr Arbeit, als es Geld bringt, ja, das ist halt so eine Sache.
Ich kann euch sagen, ich bin eigentlich ein sehr fauler Mensch und würde ich YouTube nicht so lieben, dann würde ich das nicht machen, weil es bringt mir halt, es lohnt sich vom Geld nicht. Natürlich, es könnte sich irgendwann mal lohnen. Das ist natürlich ein Traum, ja, den und dafür, wie gesagt, muss ich nicht Vollzeit-YouTuber werden können oder so. Das wäre halt so, ja, vielleicht ein bisschen mehr als ein 450-Euro-Job oder so, der dann dazu führen würde, dass ich Schulden einsparen kann und so. Weil ich dann halt im Gesamten halt genug verdiene, um da wieder ein bisschen zurückzuschrauben bei den anderen Sachen, wo ich Geld herkriege. Wenn ihr vielleicht versteht, was ich meine. Oder wenn ich den Nebenjob irgendwann durch YouTube ersetzen kann, weil dann könnte ich halt wieder öfters zu meinen Eltern und so. Solche Dinge halt. Aber ganz, jetzt, ich will ja jetzt auch gar nicht wieder so krass mit anfangen. YouTube ist, also wie gesagt, YouTube ist so viel Arbeit. Ihr könnt mir glauben, ich bin so ein Mensch, ihr merkt es jetzt, ich habe das Praktikum abgebrochen. Natürlich, hätte man wahrscheinlich auch durchziehen können oder so. Aber ja, habe ich in dem Fall halt nicht. Und ja. Und jetzt bin ich gerade. Ah, shit. Jetzt ist das Video vorbei. Egal, ich schneide noch ein Rennen hinten dran. Das mache ich dann vielleicht ein bisschen schneller, weil ich jetzt noch keinen Schlusspunkt habe. Und wie gesagt, es ist halt einfach, YouTube macht mir einfach, es macht einfach so viel Spaß und es ist halt einfach seit 3 Jahren, jetzt fast seit 3 Jahren, bald haben wir das Dreijährige, es ist einfach so ein stetiger Wegbegleiter und sowas hatte ich halt noch nie in meinem Leben, ja, ich bin halt so ein Typ, oft, ich brech Sachen öfters ab und deswegen, allein an der Tatsache, könnt ihr sehen, dass es etwas ist, was ganz tief in mir drin ist, weil ich das so unfassbar gerne mache und ja, wie gesagt. Aber es ist halt jetzt einfach nur zur Erklärung, es geht dir dann halt auch mal oft schlecht, weil du weißt, du machst Schulden und damit musst du halt auch umgehen. Ja, es sind all solche Dinge. Und diese ganzen Dinge führen dann halt dazu, dass man privat ein bisschen angeschlagen ist und dann sagt man halt, okay, oder ich habe mir dann halt gesagt, dieses Praktikum erfüllt mich jetzt gerade nicht. Da kann die Lehrerin nichts für, da kann die Schule nichts für. Das ist einfach so, es hat nicht gepasst in dem Moment und dann habe ich mir halt einfach gesagt, so, was soll's, bevor ich das jetzt einfach nur durchziehe, weil ich muss und ich das einfach nur durchziehe, ohne etwas mitzunehmen, ohne da einen Tag, ohne da einmal hinzugehen und dabei Spaß zu haben, lasse ich's lieber, regel halt meine Dinge, kümmere mich um die Dinge, die mich bedrücken, kümmere mich um die Dinge, an denen ich arbeiten will, wie zum Beispiel dieser YouTube-Kanal. Und wenn ich dann vielleicht in einem halben Jahr auf einem besseren Stand bin, wo es mir wieder besser geht, probiere ich es halt nochmal und mache dann das Praktikum. Beim letzten Praktikum ging es mir auch nicht so gut. Da hatte ich die richtig krasse Rückenprobleme. Ich habe es immer noch ein bisschen. Es ist halt dem Übergewicht auch geschuldet. Das muss man halt einfach einsehen. Und dann halt die Arbeit mit dem Heben ist halt immer auch, geht ein bisschen auf den Rücken. Und was wollte ich jetzt sagen? Ja, das ist halt so. Ach ja, bei meinem letzten Praktikum, da hatte ich halt auch, ne, mit dem Rücken war das ganz frisch und so und mir ging es mir auch nicht so gut gesundheitlich und aber das Praktikum beim letzten Mal hat mich einfach unfassbar glücklich gemacht und das hat seit diesmal nicht funktioniert und deswegen habe ich halt diese Bremse gezogen. Naja, das soll es dann auch gewesen sein. Ich hoffe, also mir geht's gut. Ja, ich wollte halt jetzt nur über das Praktikum sprechen und um zu erklären, warum ich das Praktikum abgebrochen habe, habe ich jetzt halt ein bisschen ausgeholt. Ja, wir sprechen im nächsten Part eventuell über eine kleine Aktion, um mir eventuell die Vlog-Kamera zu finanzieren, wo ihr dann eventuell mir unter die Arme greifen könnt. Und da könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr dürft mir sehr gerne einen Daumen hoch da lassen. Einfach um mich zu unterstützen auf meinem Weg hier durch das harte YouTube-Geschäft. Und ich hoffe, ich konnte euch einfach ein bisschen berieseln und ich hoffe, ihr hattet einfach auch Spaß. Wie gesagt, ich denke, man merkt auch daran, wie ich gerade rede, dass es mir jetzt auch vor allen Dingen gerade sehr gut geht und dass mir diese Aufnahme gerade sehr viel Spaß gemacht hat und dass ich einfach wieder so unfassbar viel Spaß hatte beim Reden. Ich hoffe, das merkt ihr. Ihr sagt ja immer, dass ihr merkt, wenn Leute richtig scheiße drauf sind und ich hoffe, ihr merkt auch mal die positiven Dinge, denn ja, es ist ein bisschen nervig, wenn ihr, diese ganzen negativen Kommentare auf YouTube sind nervig
Und die finde ich echt schlimm. Und deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr vielleicht mal darüber nachdenkt und dass vielleicht wenigstens ihr da euch ein bisschen an die Nase packt. Ja, auch wenn ihr etwas nicht gut findet, heißt es nicht, dass die schlecht sind, sondern das ist nicht euer Geschmack. Naja, das soll es jetzt gewesen sein. Ich bedanke mich bei euch. Wie gesagt, ihr dürft mir gerne einen Daumen hoch geben. Ich bin raus, ich bedanke mich, ich sag das zum fünften Mal. Tschüss, bis dann, auf Wiedersehen, euer Kornel.